Hey Leute, wir haben uns heute hier versammelt für meine Deluxe-Box. Ich bin schon ganz, ganz aufgeregt. Tada! Hallo, ich bin Lina. Und ich werde sie jetzt tatsächlich auch zum allerersten Mal aufmachen. Ich weiß natürlich, was drin ist, habe vieles selbst designt. Fangen wir an! Anfangen tun wir mit einer Autogrammkarte. Habe ich selber unterschrieben. Hat sehr, sehr lange gedauert. Leute, ich dachte wirklich so, ach, 3000 Autogrammkarten schaffe ich in 2 Stunden. Nein, ich habe 6 Stunden gebraucht. Das ist sie. Hinten drauf steht noch ein ganz, ganz süßer Text. Aber den könnt ihr euch dann ja alle selber durchlesen. Machen wir weiter. Evola, die Stradamütze. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass sie endlich existiert. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir jetzt gebraucht haben, um sie tatsächlich rauszubringen. Und jetzt kann ich sie auch endlich öffentlich tragen. Schon geil. So, machen wir weiter. Fangen wir an mit den kleinsten. 3 Sticker. Einmal zu jung für diesen Scheiß. Ich bin zu jung für diesen Scheiß. Und natürlich, auch wenn es leicht wäre, dann wäre es nicht so schön. Wenn es leicht wäre. Einer meiner Lieblingsquotes des ganzen Albums. Und jetzt der 3. coolste Sticker. Einhorn Power! Ich sage euch, dieses Fotoshooting zum ganzen Boxinhalt, das hat alles so, so viel Spaß gemacht. Die klebe ich jetzt auch irgendwo hin. Nein, nicht an den Schrank. Aber ich klebe sie irgendwo hin. Als nächstes haben wir hier etwas ziemlich Cooles. Pelikan war so lieb. Und wir können jetzt den exklusiven Lina-Füller rausbringen. Oh! Ich weiß noch, früher habe ich immer mit Füller geschrieben. Irgendwann dachte ich dann, ich tausche den Füller jetzt zum Kugelschreiber. Dazu darf man ja aber auch erst ein gewisses Alter haben oder irgendeine gewisse Klassenstufe. Deswegen finde ich es umso cooler, dass wir jetzt einen Lina-Füller haben. Ich glaube, ich schreibe jetzt ab sofort nur noch mit Füller. Sieht eigentlich auch schöner aus als Kuli, oder? Mein Füller früher war auch blau. Deswegen gibt es den blauen Lina-Füller. Yeah! An dem nächsten etwas habe ich wirklich sehr, sehr lange gesessen und es liegt mir auch sehr, sehr, sehr am Herzen. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich zur Schule gegangen bin und mir alle möglichen Sachen aufgeschrieben habe. Und wenn ich keine Lust hatte, dem Lehrer zuzuhören, habe ich mit meiner besten Freundin immer Briefe hingeschrieben. Wisst ihr was? Jetzt gibt's was Neues für Hausaufgaben und Briefe schreiben. Und zwar den Lina Notizblock. Und wir haben das jetzt nicht so gemacht, dass es liniertes Papier ist. Nee. Wir lassen da jedem seine Freiheit. Und wir haben auch kein typisches Hausaufgabenheft erstellt, sondern ich hatte die Idee, dass wir es so machen. Jedes Blatt steht für die eine Woche im Jahr. Dieses Blatt ist die 1. Woche im Jahr 2018. 2. Woche im Jahr 2018. 3. Woche, 4. Woche und so weiter und so fort. Aber es bleibt natürlich nicht nur bei Woche 1, 2, 3 und 4, sondern es gibt noch ein paar coole Dinge zu entdecken in diesem Heft. Und zwar habe ich immer überall selber ein paar kleine Notizen hingeschrieben, sodass es aussieht, als hätte ich quasi in euer Hausaufgabenheft gemalt. Hier ist ein kleiner Countdown. Und zwar sind es jetzt nur noch 5,5 Wochen bis Ostern. Dann könnt ihr euch immer orientieren, wo ihr gerade im Jahr seid. Welcome to November. Also, wir haben jetzt das Lina Notizbuch und 2 Poster. Hallo. Hallo. Den Lina Füller. Einmal unverstärkt mit 5 coolen Songs vom Album. Mein Favorite ist sogar Tanzen ist Gold und ohne dieses Gefühl. Die Karaoke-CD. Also gibt es jeden Track nochmal für euch zum Karaoke-Singen. Üben für die nächste Castingshow. Und die Glitzer Deluxe Tour DVD. 2, 1. So, ich bin mal ganz gespannt, wer sich auf der DVD wiedererkennt. Aber irgendwas fehlt noch. Tada! Das Album! Hier ist Ego, mein neues Album. Ich bin super stolz drauf. Ich hoffe, diese 14 Tracks gefallen euch. Also Leute, das war's mit der Ego Deluxe Box zu meinem neuen Album. Ich freue mich. Yay! Da, 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 da. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Der Inhalt, oh mein Gott, Wasser. Weihnachtskekse. Yay!